alle Jahre wieder. Hallo, liebe Kinder. Seid ihr genauso aufgeregt wie ich? Da haben eben die größeren Kinder geantwortet. Und die schon ein bisschen älter sind. Aber die meine ich natürlich auch. Schön, dass ihr, dass sie wieder alle hier sein könnt. An diesem sehr besonderen Ort, zu diesem sehr besonderen Zeitpunkt. Alle Jahre wieder kommen wir hier zusammen und eröffnen den Braunschweiger Weihnachtsmarkt. Das ist eine ganz besondere Geschichte dieses Marktes, die euch sicherlich eure Großeltern mal erzählen werden. Hunderte von Jahren ist er alt und ganz lange ist er hier schon. Hier, rund um den Dom auf dem Burgplatz. Und ganz viele haben sich daran erfreut. Und alle Jahre wieder eröffnet damit bei uns die Advents- und Weihnachtszeit. Und alle Jahre wieder ist das für uns alle Gelegenheit, ein bisschen nachzudenken, was gewesen ist und wer gewesen ist, wer uns lieb und teuer war und ist, warum es so viel Unfrieden und Ungerechtigkeit auf der Welt auch hier bei uns gibt. Aber es ist auch eine Zeit alle Jahre wieder der Hoffnung, die uns Hoffnung geben kann, dass diese Welt ein bisschen friedlicher, ein bisschen gerechter wird. Und für den Frieden dürfen wir gerade in den nächsten Tagen hoffen, denn da kommt ein bisschen Unfrieden in unsere Stadt. Alle Jahre wieder ist es die Zeit, in der wir uns freuen auf das Weihnachtsfest. Und deshalb wünsche ich Ihnen wie alle Jahre wieder, dass Sie, dass ihr in euren Familien gut aufgehoben seid, dass Sie ein bisschen an den Nächsten denken. Alle Jahre wieder wünsche ich Ihnen eine wunderschöne, eine besinnliche, aber eine fröhliche Weihnachtszeit. Und uns allen hier in Braunschweig und auf der ganzen Welt eine gesegnete und eine friedvolle Advents- und Weihnachtszeit. Wenn gleich unser Oberbürgermeister hier auf den roten Knopf hauen wird, dann werden wir, egal wie es bis eben war, ob wir dachten, geht alles viel zu schnell, ist noch zu warm, fühle mich noch gar nicht weihnachtlich, von einem Moment auf dem anderen Glühwein trinken, Würstchen essen, Porfötjes und es herrlich finden. Und manchmal wünscht man sich, dass man so einen Knopf hat, wenn andere Töne laut werden. Darum genießt das jetzt, genießt das Miteinander, so heiter wie hier wir uns gerade entgegengucken, und lasst uns so miteinander sein in dieser unserer Stadt. Mittendrin ist der Dom, der heißt alle ganz herzlich willkommen in der Advents- und Weihnachtszeit mit dem Stern, der uns den Weg weist zur Krippe, mit der Musik, die Herzen warm macht und mit vielen guten alten Geschichten. Ganz herzlich willkommen, ich wünsche Ihnen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit. Ja, jetzt ist die Spannung kaum zu steigern und ihr und sie, wir müssen das wieder gemeinsam machen, sonst funktioniert das nämlich nicht. Wir müssen gleich zurückzählen und dann passiert hoffentlich das, was alle Jahre wieder passiert ist, auch dieses Jahr, dass das Licht angeht und die Domglocken. Und die über 150 Stände laden euch und sie dann ein. Sie haben sich ganz toll vorbereitet. Ich wünsche Ihnen ganz viel Freude, wenn wir jetzt den Weihnachtsmarkt in Braunschweig eröffnen dürfen. In Achtung! Und das machen wir gemeinsam. In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hat geklappt! Viel Freude!